Lebenslänglich hinter Gittern, so lautet das Urteil gegen den Kindermörder Silvio S. Das Gericht in Potsdam hat eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Frühestens nach 15 Jahren darf ein Antrag auf Freilassung gestellt werden. Der Anwalt von Silvio S., Matthias Noll, zum Prozessausgang. Lebenslange Freiheitsstrafe ist immer hart. Also eine höhere Strafe kennt das Gesetz nicht. Das ist, wir haben die Freiheitsstrafe und wir haben die lebenslange Freiheitsstrafe. Was wollen Sie mehr verhängen? Eine anschließende Sicherungsverwahrung für S., wie von der Anklage und Nebenklage verlangt, ist nicht vorgesehen. Die Anwälte der Opferfamilien sind trotzdem mit dem Urteil zufrieden. Das Urteil ist bis auf die unterbliebene Verhängung der Sicherungsverwahrung 1:1 deckungsgleich mit unseren Anträgen und mit unseren Vorstellungen. Für die Mütter von Mohammed und Elias war es ein besonders schwerer Tag. Sie mussten noch einmal dem Mann in die Augen schauen, der ihnen das Liebste für immer genommen hat. Vor allem Mohammeds Mutter wurde während des Prozesses von ihren Gefühlen überwältigt, beschimpfte Silvio S. vor den Richtern. Schwer, das habe ich ja gehört heute, was habt ihr gesagt für Mohammed? Also was heute anders war als sonst, wo meine Mandantin war, dass relativ detailliert über die Tat auch zulasten ihres Sohnes gesprochen wurde. Der Dolmetscher hat das wörtlich übersetzt und dass da Emotionen hochkommen bei einer Mutter, ist, denke ich, einfach nur menschlich verständlich. Silvio S. kann das Urteil anfechten. Ob er in Berufung gehen wird, darüber beraten seine Anwälte in der kommenden Woche.